Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Heute geht es wieder weiter mit dem Risen 3 Bestiarium und zwar mit dem Schattenkrieger. Und das ist mal eine Kreatur, die echt verdammt geil aussieht. Deren Füße ein bisschen wie Werwolffüße aussehen und die Klinge, glaube ich, echt nach ziemlich viel Schaden aussieht. Generell ist der Körperbau nicht gerade so, dass man denkt, es ist nur ein kleines Wieselchen. Nein, ich glaube, der teilt gut Damage aus. In seiner Beschreibung steht auch, dass er einer der gefährlichsten Nahkämpfer ist und dass man da, wo man die Viecher auftrifft, auch ein totes Land auftrifft. Also die Landstriche sind nicht wirklich lebendig und fröhlich, sondern eher tot und verdorrt. Der mysteriöse Schattenkrieger, sagt man, ist nicht wirklich bekannt, weil es wahrscheinlich daran liegt, dass die Begegnungen mit ihm in der Regel nicht überlebt werden. Ja. Und das spricht schon dafür, dass er ganz schön reinhauen wird und ganz schön uns auf die Fresse geben wird. Naja, er ist ein gefährlicher Nahkämpfer, das wissen wir mittlerweile schon. Und er soll auch über Magie mächtig sein. Ja, da bin ich mal gespannt. Wie ich das gelesen habe, fühlen sie sich wie Menschen, ja, aber wirken trotzdem durch ihr angsteinflößendes Auftreten wie aus einer anderen grauenhaften Welt. Ja, also irgendwie ist das alles ein bisschen tricky mit den Viechern. Dennoch kommen sie erstmal rüber wie ein Mensch, der ein bisschen muskulös ist und so, aber wenn man dann doch, glaube ich, näher an ihn dran ist und ihn die Schwertspitze zwischen die Kiemen rammt, ich glaube, dann fällt auf, dass es keine Menschen sind. Naja. So viel zum Schattenkrieger. Ich würde mal gern wissen, was ihr denn zu dem Schattenkrieger denkt. Ja, in den Kommentaren ein bisschen diskutieren, weil ich finde, er sieht echt geil aus. Ja, also auch vom Design her sieht er echt richtig geil aus. Was ich mich allerdings jetzt gerade frage, also naja, in Anführungsstrichen frage, auf dem Bild steht unten rechts, dass das Bild am 23.10.2012 fertiggestellt oder erscheint oder signiert wurde oder keine Ahnung was. Das ist doch jetzt echt mal fast schon 2 Jahre her. Also liegt der Schattenkrieger schon 2 Jahre irgendwo in der Schublade rum und darf jetzt in Risen 3 eingesetzt werden. Finde ich cool. Also, ne, dass solche Ideen auch voraus und so, ne, ihr wisst Bescheid. Trotzdem würde ich sagen, ihr schreibt ein bisschen Kommentare, wie ihr denn den Schattenkrieger findet. Ja, würde mich interessieren. Und ansonsten sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende des Videos. Damit haut rein und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.